Nee, gar nicht. Dachte schon, oder ist Zeus, eben gerade gestorben? Nein. Freeman ist noch hier oben bei der Spinne. Das sieht nicht gut aus. Ja gut, da steht noch einer. So, Freeman ist dabei jetzt gerade den ersten Tower in der Base zu zerstören. Ah, vielleicht doch nicht. Vielleicht hat er sich doch umentschieden. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, was im Kopf von dem Typen vorgeht. Er ist einfach awesome. Ab zum Secret Shop, sagt er. Oder meint er. Und kauft sich da erstmal ein paar Items. Okay. Ja, es ist natürlich sehr spannend, den bei Itemkauf zuzusehen. Vor allen Dingen, weil wir gerade den Shop nicht geöffnet haben, aber egal. Und da wurde er, der Typ da eben gerade zu den Dire rangezogen. Das ist natürlich klar, dass er das nicht überlebt. Da hat Kui ihn doch umgebracht. Das ist awesome gewesen, aber das ist nur einer der wenigen Momente von Kui, die awesome sind. Alle anderen hängen doch eher mit seinem Tod zusammen. Die Dire kurz in der gegnerischen Base, die Radiant meine ich, kurz in der gegnerischen Base gewesen. Auf der Bottom Lane gerade der Durchbruch. Freeman gerade am Zurückziehen, weil gegen drei Spieler doch nicht so die übelstmäßige Chance. Ah, da hat er nochmal gut ausgewichen. Da, Freeman gerade am Sterben, das ist nicht gut. Aber das kann er sich auch leisten. So. Aber er schafft es, trotz drei Spieler, die ihm folgen, zu flüchten. Okay, die Spinne wieder am Rumchillen. Freeman wieder am Einkaufen bei einem anderen Ticketshop. Und ab in die Base erstmal, um heilen. So. Auch die Dire bewegen sich gerade zum Secret Shop. Okay, ja, es ist wieder hier der mittlere Kampf gegen die Spinne. Das ist nicht so awesome, weil man eigentlich schon weiß, dass die Spinne einfach im Nachteil ist. Ist einfach so. Das war schon so im Nachteil, dass einfach niemanden die Spinne mehr interessiert und einfach vorbeigehen. Ach, was für eine schöne Spinne. Einfach vorbeigehen, die kann ja eh nichts. Und sterben, das kann sie sehr gut. Da ist sie nämlich schon tot. Aber nicht von Freeman, der interessiert die Spinne scheinbar nicht mehr. Oder dem interessiert die Spinne leider nicht mehr. Oder scheinbar nicht mehr. Der will nur noch gewinnen und das verstehe ich auch sehr. Ja, da sterben die Dire in ihrer eigenen Base. Nur noch zwei Dire leben gerade im Moment. Und sie brechen einfach scheiß auf Türme, einfach mitten in die Base rein und einfach alle Dire einfach umbringen. Ein Dire lebt noch und jetzt lebt kein Dire mehr. Alle sind nicht tot. Der eine hat sich irgendwie noch retten können. Oder der eine ist irgendwo anders. Keine Ahnung. Einer lebt zumindest noch. Da ist er auch. Und einfach auf den Turm rauf und die Base sowas von zerstückeln. Der Tower in der Base. Der erste Tower in der Base ist kaputt gegangen. Und die greifen gerade die Gebäude der Dire an. Die Baracken. Sieht nicht gut aus, denn wenn es so weitergeht, bekommen die Radiants einen Super Vasall, ne, Super Creep. Super Creep. Und das würde ja nochmal die Chancen von den Dire nochmal ein bisschen, von den Radiants nochmal ein bisschen verstärken. So, die erste Baracke ist weg, die zweite Baracke ist weg.
Jetzt geht es so langsam auf die Schutztürme der Agent. Nochmal kurz so ein paar kleine Gebäude zerstören. Radiant auch nachgezogen mit der Verstärkung der Gebäude. Und ein kleiner Rückzug, aber schon wirklich sehr viel Schaden in der Base angerichtet von den Dire. Das ist, glaube ich, schon das Ende. Ich glaube, dass die Dire und die Radiance wissen, dass die Radiance am Gewinnen sind und es einfach jetzt schon eigentlich in der Tasche haben, den Sieg. So, Anti-Mage ist scheinbar völlig krank geworden. Da ist auch wieder unser Lieblingsspieler Freeman. Der gerade irgendwie eine Kiste mitnimmt. Und auch unten sind sie sehr aktiv. Aber Freeman bei dem Durchbruch dabei in der Base der Dire versuchen jetzt die Schutztürme down zu kriegen. Wobei erstmal noch nicht. Jetzt aber die Schutztürme down zu kriegen, damit die Ancients angegriffen werden kann. Und um nochmal zu betonen, es steht 40 zu 15 für die Radiance. Das heißt also enormer Vorsprung für die Radiance. Aber das hätte man sich ja auch eigentlich denken können. Denn die Radiance sind einfach in diesem Match das bessere Team gewesen. Und sind es immer noch im Moment. Denn das Match ist noch nicht vorüber. Wobei man sich schon denken kann, welches Team gewinnt. Jetzt aber die Midlane gerade von vier Dire-Spielern benutzt, wobei gerade die auch am Sterben sind. Da stirbt gleich einer. Na gut, der rettet sich gerade noch. Und doch nicht, da ist er von Freeman umgebracht worden. Unglaublich. Unglaublich, Freeman. Jetzt müssen sie aber auch langsam mal die Türme wegkriegen, damit sie die Agent angreifen können. Wäre mal nice. Sollte aber auch so langsam mal passieren, weil das Replay geht ja nicht mehr so lange. Laut Anzeige zumindest. Deswegen, da oben sind schon wieder welche in der Base drin. Oben kümmern sich gerade die Dire um den Eindringling in ihrer Base und unten wird leider auch schon eingedrungen von den Vernon Radiance. Und das ist awesome! Einfach nur awesome. Einfach nur richtig klasse gemacht. Genau, den Top Tower jetzt gerade in der Base runterprügeln, damit die zwei Baracken oben auch weg sind. Hier sind gerade die Barracks unter Attack. Die Spinne gerade auf Erfolgstour, weil sie gerade sieht, dass ein Radiant-Spieler nur noch wenig Lebenspunkte hat. Aber ich glaube, dass das nicht so wirklich hinhauen wird mit der Spinne. Weil das ist scheinbar da Anti-Mage und... okay, Anti-Mage und noch ein anderer Spieler gerade dabei, den Drachen nochmal zu killen. Roshan has fallen to the immortality. Better to burn out than fade away. Dire's middle tower is under attack. Take that magnitude with me. Jo, das ist das Ende. Das ist das wirkliche Ende. Die Dire haben eigentlich schon so gut wie gewonnen. Zeus nochmal auf Erfolgstour, obwohl er ist tot. Zeus wohl... Das wurde mal umgebracht. Einfach mal so. Das kommt nicht so häufig vor. Dire's middle tower is under attack.
Okay, da ist gerade wieder ein Dire am Sterben. Monster Kill! Ultimate! Er macht hier gerade das Ding klar. Er macht scheinbar das, was Freeman angefangen hat, zu Ende. Ach, Kuh, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Der eine Turm ist wirklich schon sehr angekratzt, der andere ist noch... hat noch ein bisschen Lebenspunkte. Da ist auch wieder Anti-Mage. Okay, ja, das ist jetzt wieder nicht so spannend. Da stürmen noch ein paar Radiant-Spieler zur gegnerischen Base. Und sie sind da. Mitgebracht ein paar Creeps. Der steht da jetzt einfach so rum. Und Anti-Mage ist godlike. Der erste Schutztower ist kaputt. Ein Schutztower ist noch da. Jo, ein... Ach, sie greifen schon die Agent an. Alles klar, das heißt, das Ende ist nahe. Oha, da kam nochmal kurz Triple Kill. Und da ist die Agent auch kaputt gegangen. Und die Radiants haben erfolgreich gewonnen. Was eigentlich auch klar war. Und das haben sie wirklich den Anti-Mage und Zeus zu verdanken, da das wirklich die Top-Spieler waren. So, ich hoffe mal, das hat euch gefallen. Jetzt habe ich auf Pause gedrückt, toll. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal eure Kommentare dazu lassen, wie ihr das fandet mit den Match-Analyse im Style von Homer J, was vielleicht nicht so wirklich an seinen Skill rankommt, aber vielleicht einfach mal sowas auch mal mache. Gibt es ja für StarCraft 2, Homer J ist das ja. Warum sollte es das dann nicht auch für den Dota 2 Bereich geben. Ich fange damit mal an, mal gucken, wie ihr es findet. Könnt ihr ja mal schreiben. Konstruktive Kritik wäre schön. Nicht so beleidigend, sondern einfach mal schreiben, wie ihr es fandet oder ob ihr es doof fandet, also ob ihr es nicht so gut fandet. Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Spammen, flamen, beleidigen, aber nicht. So, ich würde dann sagen, das war's von meiner Seite aus, von dem von der Match-Analyse und wir sehen uns später und außerdem hat gerade Dota 2 meinen Sieg nicht gewertet hier. Ich habe immer noch vier Niederlagen und keinen Sieg, obwohl ich ja vorhin gerade noch das Let's Play gemacht habe und ich da ja gewonnen habe. Das Spiel ist scheinbar buggy. Naja, ist ja noch Beta. Egal, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.